Hallo ihr Lieben, es ist wieder MFG-Zeit, also miteinander fantasievoll Gestaltenzeit. Und diesmal war das Thema Shadowbox und ich habe das hier gemacht. Ich habe jetzt kein richtiges Tutorial dran gehängt, ich habe nur ein paar Sequenzen dran gehängt, wo ich euch erkläre, wie die entsteht und was ich da so mache. Ja, ich hoffe, da fällt jetzt nichts raus. Nee. Ja, die ist auf jeden Fall von allen Seiten angepinselt. Ich habe jetzt im Nachgang hier auf den Rahmen noch was aufgeklebt. Eigentlich kämen da diese Folie rein, aber ich finde, die ist schon ziemlich zerkratzt und ich kriege die auch nicht. Ihr seht es hier, die ist auch ziemlich milchig. Ich lasse sie jetzt weg. Ich finde es so viel schöner. Und ja, ich habe hier so einzelne Tierchen reingeklebt und Muscheln und Pailletten. Finde die richtig schön. Ich weiß nicht, ob ich mir hier so eine Folie in Zukunft noch mal selber zuschneide. Das muss ich mal gucken. Ja, ich hoffe, ihr seht alles. Hier ist noch so ein Anker. Ich habe vieles mit diesem Bronzewachs noch beschmiert. Also ich habe den Boden immer. Das ist echt schwer zu zeigen. Hier seht das zum Beispiel den Boden immer so ein bisschen mit Bronzewachs, weil mir der sonst ein bisschen zu langweilig war. Dann habe ich vereinzelt die Muscheln ein bisschen mit Bronzewachs eingefärbt. Oder hier diese Wasserpflanze, sieht man auch ein bisschen. Ja, jetzt so einen Eisbär zum Beispiel nicht, der soll ja weiß bleiben. Hier habe ich den Wal ein bisschen mit Bronzewachs. Das sind übrigens alles Holzteilchen, also das nicht. Da hatte ich nämlich auch von der Kollektion noch Holzteilchen. Das ist so ein anderes Holzteilchen. Das habe ich auch in Bronze eingefärbt und fand, das passt jetzt ganz gut. Ja, diese Dekos habe ich nachträglich aufgeklebt, weil mir dann noch einfiel, dass ich die habe. Ich finde die Box echt schön. Ich mag auch die Pailletten irgendwie. Je nachdem, wie das Licht so reinfällt, schimmern die ganz schön, weil die so ein bisschen irisierend sind. Ja, ich hoffe, ihr könnt überall sehen, was da so drin ist. Ja, ist meine erste Box, die ich in der Art gemacht habe. Ich hatte die Box Gott sei Dank noch. Die hatte ich, glaube ich, letztes oder vor 2 Jahren im Adventskalender von Biene. Den gibt es ja nicht mehr, den Adventskalender, aber da hatte ich die drin. Und dann dachte ich, ja, das könnte ich ja jetzt auch mal verbasteln. Und diese ganzen Teilchen, diese, ja, was ist das, Cardstock? Also ich würde mal sagen, das sind so Graupappe-Teilchen, die sind ziemlich dick. Die konnte ich jetzt auch schön dafür verwenden. Ich habe euch ja gezeigt, sowas zum Beispiel habe ich mit diesem Rest-Cardstock aufgeklebt. Und die Sachen, die eher hinten sind, da habe ich einfach mehrere Lagen Graupappe, die so Reste übereinander geklebt und dann hier so reingeklebt. Hält besser wie jedes Foam-Pad. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch noch dazu sagen soll. Ich denke mal, ich stelle mir die in den Flur. Ich finde die echt schön. Da ist ja jetzt die Weihnachtsdeko verschwunden. Da muss jetzt was anderes hin. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wer wissen will, was für Farben ich benutzt habe und wie ich das alles so ungefähr gemacht habe, der kann dranbleiben, sich das angucken. Es ist kein richtiges Tutorial, aber ich habe es zumindest alles so ein bisschen erklärt. Ich finde das mit der Box auch relativ schwierig, dazu ein Video zu drehen, wie man das bastelt, weil die doch relativ groß ist. Ja, und ich dann nicht weiß, ob ich das immer alles so einfangen kann. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt und wünsche euch viel Spaß beim Video. So, ich habe hier schon was vorbereitet. Und zwar das hier. Da gibt es noch hier den Deckel zu. Und noch eine Folie, die dazwischen kommt. Die müsste hier auch irgendwo liegen, aber ich sehe sie gerade nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich hier, ich gucke mal, ob ich die noch rauskriege. Ja, die sind jetzt nicht eingeklebt. So, ich habe hier diese Schachtel schon mal mit Gesso eingepinselt. Und dann habe ich hier wieder dieses Metallic-Acrylfarbe.
Was ist das für eine Stormy Ocean? Ja, sollte das auch in die Kamera halten. So. Und ja, da habe ich diese Schächtelchen. Moment. Ja, da hatte ich gerade so einen kleinen Hustenreiz. Genau, diese Schächtelchen schon mal angepinselt, also erst mit Gesso. Ich habe das auch außen und die Rückseite. Also diese Rillen, die waren schon auf diesem Pappding drauf, aber das ist mir egal. So sieht es jetzt aus. Ich habe schon einen Papierbogen eingeklebt und zwar hiervon. Der passt nämlich perfekt da rein. Das ist, glaube ich, 8x8 Inch. Ah ja, hier sieht man es. Und das habe ich mir zurechtgeschnitten und eingeklebt schon. Ich hoffe, ihr seht das alles. Das ist jetzt halt was größer. Ja, jetzt möchte ich hier drinnen. Ich habe hier auch diese dicken Stanzteile. Die möchte ich da jetzt gerne drin verteilen und einkleben. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich denke, ich werde hier so Cardstock-Reste nehmen. Und werde die dann... Ich bin gerade nach einer Schere am gucken. Ich glaube, die ist jetzt nicht so toll. Und werde hier einfach so Schnipsel. Und werde halt überlegen, wie die Sachen da rein sollen. Und werde mir da so Kästchen draus formen. Und die dann als Abstandshalter hier so hinten dran machen und dann an die Rückwand ankleben. Also das ist jetzt nur so pro forma gezeigt. Und die müssen halt verschieden lang sein, dass die mal weiter hinten, mal weiter vorne, da muss ich jetzt mal gucken. Dann habe ich Pailletten mir rausgesucht. Also ich mache jetzt kein richtiges Tutorial, ich erkläre euch diesmal wirklich nur, was ich hier mache. Weil das irgendwie schwierig ist zu filmen. jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier verschiedene Pailletten. Ich weiß aber noch gar nicht, welche ich nutzen möchte. Ich glaube, ich möchte gerne... Ist das jetzt offen oder zu? Ich glaube, ich würde gerne hier diese weißen nehmen. Hier ein bisschen Pailletten reinkleben. Diese irisierenden. Die finde ich ganz schön. Das werde ich noch machen. Und dann zeige ich euch immer so die Zwischenstände, damit ihr wisst, was ich hier mache. Die kann ich ja noch rausnehmen. Dann ist das mit den Pailletten, glaube ich, was einfacher. Ja, das ist jetzt das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, gleich geht's weiter. So, ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal eins mit Pailletten beklebt. Also es ist jetzt eher kitschig, aber mir gefällt das. Ich habe hier den Kleber einfach so reingetupft. Und habe dann so einen Stift, so einen Greifstift, ich weiß nicht, wie man die nennt, habe die Pailletten aufgenommen und einfach da drauf. Das geht recht gut. Und jetzt habe ich hier das hier geformt. Und das klebe ich jetzt einfach mal hinten rein. So was habe ich auch noch nie gemacht. Dann gebe ich hier Kleber auch. Und dann versuche ich den Pinguin damit zu befestigen.
So. Ja, das driftet immer ein bisschen ab. So. So wollte ich das jetzt machen. Ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch vielleicht so eine Muschel reinklebe. Genau. Ja, bis gleich. So, ich bin soweit fertig. Ich finde das total schön. Ich werde aber nochmal ein separates Video drehen und am Anfang setzen, weil jetzt ist das ja noch nicht in der Box. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich möchte hier diese Ränder einfach noch mit Wachs einschmieren, so ein bisschen. Also quasi einfach nur so. Ja, nur die Ecken und Ränder, auch vom der Schaufensterbox oder wie man das nennt, vom Deckel hier, möchte ich hier auch diese Ränder und diese Ecken. Das mache ich noch, dann setze ich die zusammen und das war's eigentlich schon. Ja, und ansonsten drehe ich jetzt noch mal ein Video, dann später, wenn alles fertig ist, setze das aber an den Anfang. Also es ist jetzt kein richtiges Tutorial, aber ich denke mal, ihr wisst jetzt, wie ich diese Box gemacht habe. Ich finde die richtig schön. Ich mag auch die Pailletten irgendwie. Je nachdem, wie das Licht einfällt, schimmert das hier drin auch total schön. Die sind ja so ein bisschen irisierend. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt und sage ciao, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.